Madame Perra, Madame Perra, Sie kennen, oder? Madame Perra? Nein? Also wenn wir die deutsch-französische Freundschaft auf Vordermann bringen wollen, Sie müssen sich ein bisschen für Frankreich interessieren, ja? Madame Perra, das war meine Lehrerin von der 5. Klasse. Und Madame Perra, sie hat uns gesagt, wisst ihr was, kleine Kinder, in dieser Klasse gibt es ganz viele verschiedene Religionen und es funktioniert wunderbar. Also, wenn es hier funktioniert, gibt es keinen Grund, warum es auf der ganzen Welt nicht funktionieren könnte. Auch das habe ich geglaubt. Das stimmt auch wirklich. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Es gab Katholiken, es gab Muslime, es gab Protestanten, es gab Juden. Ich war normal. Einmal, Madame Perra, sie hat uns gesagt, wir machen ein kleines Experiment. Ihr seid vielleicht noch ein bisschen zu klein, aber wir versuchen es. Wir machen einen Philosophieunterricht zum Thema Hass. Und dann hat sie uns gefragt, Kinder, habt ihr schon jemals jemanden gehasst? Nein. Es wäre uns auch nie im Sinn gekommen, irgendjemanden zu hassen wegen seiner Religion. Also nein, auf keinen. Das wäre kilometerweit entfernt von uns. Nein, nein. Haben, außer den Zahnarzt natürlich. Aber das ist ja normal, der hat es verdient, wissen Sie. In Frankreich, wir haben einen Schulzahnarzt. Das heißt, wir gehen die ganze Klasse zusammen zum Zahnarzt. Und wir hatten einen Zahnarzt, der war, oh, wir haben ihn wirklich nicht gemacht. Der Typ, der hat sich in alles eingemischt. Zum Beispiel, es gab vor der Schule ein Süßigkeitsautomat. Wissen Sie, wofür er sich durchgesetzt hat? Er hat sich durchgesetzt, dass der Süßigkeitsautomat höher gebaut werden sollte, damit nur noch die Eltern und nicht mehr die Kinder das erreichen. Ein Vollidiot, der Typ. Und Madame Perra, als sie das erfahren hat, hat sie gesagt, gut, das ist interessant. Hausaufgabe für nächste Woche, versucht, den Zahnarzt nicht mehr zu hassen. Und dann sagte sie noch, kleiner Tipp, für diejenigen, die eine Religion haben, sucht in eurer Religion. Sucht in eurer Religion, es kann sein, dass ihr da was findet. Gut, wir haben uns getroffen und die Katholiken und die Protestanten, die haben ihre Bibel dann mitgebracht. Der Jude seine Tora, der Muslim seinen Koran, ich meine Übshefte. Dann haben wir angefangen zu suchen, was könnte da passen für den Zahnarzt. Aber wir haben nichts gefunden, alles gesucht. Doch ein Ding haben wir gefunden, da stand Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber non, ah non. Na, wir haben gedacht, gut, das könnte passen zum Zahnarzt, aber das könnte genauso passen zum Optiker. Also das wird nicht. Wir haben nichts gefunden, meine Damen und Herren. Und jeden Tag, wir gingen an dem Süßigkeitsautomat vorbei. Und jeden Tag, wir konnten das Ding nicht erreichen. Und deshalb, der Hass für den Zahnarzt, das war noch größer. Das war genau das Gegenteil von dem, was Madame Perra wollte. Bis zu dem Tag, wo wir eine Idee hatten. Wir haben die Bibel auf die Tora gelegt und dann darauf den Koran und noch zwei, vielleicht drei Ausgaben von den Übsheften. Dann sind wir so ganz langsam und vorsichtig drauf gestiegen und tatsächlich konnten wir wieder den Süßigkeitsautomat erreichen. Wissen Sie, was passiert ist? Auf einmal, der Hass für den Zahnarzt war komplett weg. Und da haben wir verstanden, Moment mal, jetzt ist es klar, was Madame Perra immer sagt. Wenn Religionen zusammenhalten, dann gibt es für alles eine Lösung.